Die Überfahrt mit der Fähre gestaltet sich trotz einiger Widrigkeiten als durchaus akzeptabel und am nächsten Morgen erwartet uns schon die Silhouette der wunderschönen Insel Sardinien. Das Anlegen verläuft problemlos. Wir verlassen die Fähre, betreten sardischen Boden und orientieren uns im Hafengelände nur ganz kurz bezüglich der weiteren Vorgehensweise und fahren dann Richtung Süden an der Ostküste entlang nach Arbatak. Das ist unsere nächste Station. Und auf dem Weg Richtung Süden werden wir natürlich einige Strände ansteuern, hervorragende Pizzen aus dem Karton essen, direkt in einer Strandbar und genießen erstmal die italienische Sonne. Unseren ersten Badestopp legen wir an der Spaggia La Baia ein, essen eine kleine, aber sehr feine Pizza aus dem Pappkarton direkt an der Strandbar und genießen erstmal das italienische Wasser, was erstaunlich frisch ist, aber zum Baden reicht es allemal. Vom Strand weg führt unsere Route uns weiter an der Ostküste Richtung Süden, Richtung Arbatax. Und da befahren wir natürlich über die Bergdörfer dann die SS 125. Absolut legendäre Straße für jeden Motorradfahrer auf Sardinien. Ich denke, da muss man nicht großartig viel darüber sagen. Die ist von Juni bis August relativ überlaufen. Das kann durchaus sein, dass man hier sehr, sehr viele Motorradfahrer sieht. Und die Carabinieri kassieren hier auch manchmal ab. Aber wir waren Anfang Mai da. Und da ist die Strecke nicht ganz so überlaufen und ich zeige euch auch in dieser kleinen Einstellung, warum diese Strecke so schön ist. Mit diesem Eindruck beenden wir unseren ersten vollständigen Tag auf der sardischen Insel und freuen uns schon auf Tag Nummer 3.